Köln 50667 Jan, angeschwollene Hoden sorgen für Entsetzen. Schockmomente bei Jan und Sophia bei Köln 50667. Nach Jans Hodenbiospiel macht er eine erschreckende Entdeckung. Nichts wünschten sich Jan und Sophia mehr, als eine eigene kleine Familie zu gründen. Da dies aufgrund von Jans geringer Fertilität sehr schwierig ist. Die beiden ihren Wunsch allerdings nicht begraben wollen, unterzieht sich Sophia derzeit einer Hormontherapie, deren Nebenwirkungen sie an ihrem Vorhaben zweifeln lassen. Dennoch will das Paar nicht aufgeben und zieht seinen Plan durch, samt Hodenbiopsie bei Jan. Da sich im Hodengewebe oft ein paar Spermien verstecken, die für die künstliche Befruchtung unerlässlich sind, muss er sich dieser Operation, auch Hodenbiopsie genannt, im Krankenhaus stellen, für Jan kein leichtes. Köln 50667 Jan, Hodenbiopsie mit schlimmen Folgen. Nach dem Eingriff will er sich seine Schmerzen aber natürlich nicht anmerken lassen, springt für Sophia sogar in der EP ein, da seine Freundin ebenfalls mit den Nachwirkungen der Eizellenentnahme zu kämpfen hat. Doch Jan mutet sich zu viel zu, stellt er bald fest, die Schmerzen werden immer schlimmer. Wieder zu Hause glaubt er, sich mit einem entspannenden Bad etwas Gutes zu tun, doch Fehlanzeige. Seine Hoden schwellen an, was nicht nur bei ihm, sondern auch bei Sophia für blankes Entsetzen sorgt, heißt es in der Köln 50667 Vorschau. Aber, muss Jan etwa erneut ins Krankenhaus?